Leute, Leute, herzlich willkommen wieder bei Fallout 4 und ja, wir sind wieder da. Ich habe ja hinbekommen, sagen so, das mit dem Ton. Ich war so blöd, das war einfach so ein Zufall, dass ich habe das hingekriegt, weil das habe ich auf 100% die Gamer reingemacht, aber Problem, was ich konnte nicht machen. Ich habe gerade wegen meinem Mikro, das liegt ja mein Mikro, das habe gelegt an meinem Computer. Mein Computer hat den Fallout 4 auf 12% Lautstärke gemacht und ich habe zufällig das, mein Kollege hat gesagt, haben wir ja zufällig zusammen gespielt, ein Spiel, hat gesagt, dann musst du da und da machen, dann wird er lauter. Dann habe ich gemacht, also ich denke, hey, Moment mal. Moment, wenn das kann man auch machen. Und das habe ich voll vergessen, das habe ich schon gewusst. Moment mal, wenn kann man das nur machen, dann versuchen wir Fallout 4 und zack. Jetzt habe ich sofort Fallout 4 ab 100% Lautstärke gemacht und war gesagt, ja, ah, toll. Ja, deine Mutter! Wo ist der? Tschüss. Genau. Jetzt brauche ich wieder Leben. Ja. Habe ich gemacht, diese Lautstärke. Weil ich habe bei vollen Kampf. Ist momentan, ja, habe ich gemacht. Das freut mich so übertrieben. Und wie ihr seht könnt, ich habe mich geschnitten. Ja, ein bisschen geschnitten. Ja, mich habe ich geschnitten, weil ich wollte so schneiden. Das ist sicher auch jetzt, als vorher. Hallöchen. So. Mal Sorry, Swan, das war keine Absicht. Ich hoffe, verzeihst du mir. Ah, da ist der. Okay. Ah, der Strong? Okay. Den Strong lassen wir, ja. Fußkeule? Nein, nein. Also, wie ihr seht, wir suchen heute den biologischen Scanner. Das brauchen wir, um zu bauen, um diese zu weiterzugehen. Gibt's was? Doch. Okay, tschüss. Da ist wieder auch ein. Was ist dich hier das Hirn zermatschen? Ja, ich will dir auch Hirn zermatschen. Ja, was ist denn noch da? Das nehme ich. Ja, das lasse ich. So. Okay. Jetzt um mich hab mich. Alter. So. Nicht fair. Kopf ist geplatzt.
Oh! Alter! Und weggeholt! Den nächste bitte! Und weggeholt! Das ist so, so willkommen! So daneben schießen. So. Oh, ist geschlossen, das ist cool. Cool. So, suchen wir. Was haben wir? Ausgezeichnet. Ah. Okay, das ist nice. Mal so. Und ich glaube, hier sollte es sein. Medics! Unser Omi braucht das. Zeit von Menschen vorüber sein. Jetzt Zeitalter von Supermutanten. Biologen. Ja, das brauche ich. Endlich. So. Wir sind nur wegen dieser Scheiße gekommen. Ich muss jetzt schauen, weil ich habe keine Ahnung. Der hat doch gesagt, ein Krankenhäuser. Jetzt haben wir, ist gut, sehr gut. So, jetzt Karte. Ja, und wo ist jetzt die... Boah, ich habe jetzt so viel, leck mich am Arsch. Alter, ich habe so viel entdeckt durch diese 70 Folgen, leck mich am Arsch. Ne, da habe ich noch nichts gemacht und dann das und das. Nein, nein, das ist Kirche, das ist nicht hier. Wo ist das? Kirche. Irgendwo zeigen muss sein. Dann machen wir so, weil ich, wenn ich nicht finde. Yay. Ah ja. Nee. Nein. Genau, das wollte ich machen. Machen wir. Das ist wo? Ah, hier. Schließen wir ab. Oh, neue Waffe. Bitte, bitte. Ich sollte alle Sachen dabei haben. Sonst kill ich mich. Ich habe keinen Bock, nochmal irgendwelche Sachen zu suchen. So, gut. Wir brauchen genug. Es ist. Wir müssen mal aufdrücken. Dann speziell. Und ja! Und wir essen jetzt! Und wieder schnell so. Einfach. Aber fällt noch schon. Das ist zu schön. Wir können. Aber brauchen wir noch Sturm kurz. Da. Ah, das kann man auch machen. Gut. Sehr gut. Sehr gut. Nicht sicher. Hat man. Ich mache das so. Und das würde ich mir da machen.
Und wie mache ich das? Also geht's schon. Nee, es geht schon. Gut. Na, ja. Nee, warte, so. Weg. Hallo? So. Auf. So nach unten. Und das. Das hat, das hat. Und ich glaube, das hat auch. So sieht's aus. So. Und wir sind im Geschäft. Desdemona. Fertig. Wie ist der Status? Das Institut ist riesig und unbekanntes Gebiet für uns. Bevor wir da irgendetwas planen können, musst du noch was erledigen. Was ich dir jetzt erzähle, ist eines der bestgehüteten Geheimnisse der Railroad. Es ist an der Zeit, dass du erfährst, wer der Patriot ist. Der Patriot? Es gibt einen Mann im Institut, vielleicht auch eine Frau, das wissen wir nicht genau, der den Zünds zur Flucht verhilft. Dutzende von Zünds verdanken ihm sein Leben. Wir wissen aber nicht mal, wie er heißt. Und es gibt keine Möglichkeit, ihn zu kontaktieren. Also haben wir ihm den Codenamen Patriot gegeben. Wenn dein Plan funktioniert und du ins Institut gelangst, musst du für uns den Kontakt zu ihm herstellen. Wie meint der Person? Okay, ich werde mein Bestes tun. Tom hat eine Nachricht verschlüsselt, die für den Patrioten gedacht ist. Sobald er sie erhält, wird er dich kontaktieren. Bis du ihn kontaktierst, und wahrscheinlich auch noch danach, darfst du nicht aufhalten. Du musst sie infiltrieren. Schaffst du das? Unsere Augen und Ohren im Institut zu sein. Bin ich bereit. Ich bin bereit. Du schaffst das. Ich glaube an dich. Stell dich auf die Plattform, dann gebe ich dir das Holoband. Verbinde dich mit dem Institutsterminal und warte auf Antwort. Tom, sprich mit mir. Starte die Scan-Sequenz. Diese Frequenz wird nur einmal funktionieren. Du weißt, wer macht nicht zweimal den gleichen Fehler. Okay. Wie wurde mir bitte, Mann? Nicht bewegen! Ich muss alle deine Moleküle erfassen. Ich hoffe, ich erwische sie alle. Sind ja nur ungefähr 60 Trillionen. Okay. Spendieren wir deinem Baby etwas Saft. Mal sehen, was es so drauf hat. Nimm das Holoband hier. Du wirst es brauchen, um den Patrioten zu kontaktieren. Oh, Mann! Keine Sorge! Das gehört alles zum Plan! Tom, tu, was auch immer nötig ist, um ihr Vertrauen zu gewinnen. Lüg! Sag ihnen, was sie hören wollen. Denk dir eine Tarnung aus und verkauf sie ihnen. Komm schon! Ich glaube, ich hab's! Schalte auf das Institutssignal! Sammle so viele Informationen wie möglich. Mhm. Über Synths. Über die Pläne des Instituts. Finde ihre Schwächen. Wenn wir das Institut ausschalten oder vernichten wollen, müssen wir das tun. Steck das Holoband in ein Terminal. Dann wird sich der Patriot melden. Das muss er einfach. Hab die Frequenz! Es funktioniert! Finde eine Möglichkeit, sie zu retten. Niemand. Aus. Okay, bin durch. Yay, ich bin im Institut. Hoffe ich, glaube ich, mir dessen. Hier ist kein Sau. Ach, mein Strunk auch nicht. Hallo. Ich habe mich gefragt, ob du es schaffen wirst. Du bist ziemlich einfallsreich. Man nennt mich Vater. Das Institut wird von mir geführt. Hallo. Ich weiß, warum du hier bist. Ich möchte mit dir reden. Von Angesicht zu Angesicht. Geh bitte in den Aufzug. Ja, den Aufzug ist ein bisschen lang. Ich kann mir vorstellen, was du gehört hast, was du über uns denkst. Ich möchte
könnte dir zeigen, dass du vielleicht einen falschen Eindruck hast. Willkommen im Institut. Das ist die Realität des Instituts. Dieser Ort, diese Leute, unsere Arbeit. Seit über 100 Jahren widmen wir uns dem Überleben der Menschheit. Jahrzehnte der Forschung, unzählige Experimente und Hürden. Eine Vision, wie die Wissenschaft die Zukunft formen kann. Es war nie einfach. Und unsere Aktionen werden von denen über der Erde oft falsch interpretiert. Eines Tages können wir ihnen vielleicht zeigen, was wir geleistet haben. Bis dahin müssen wir im Untergrund bleiben. Das Risiko wäre einfach zu groß. Wie du gesehen hast, sind die Dinge oben instabil. Ich möchte dir erzählen, was wir tun können. Für alle. Aber das kann warten. Du bist aus einem bestimmten persönlichen Grund hier. Wegen deines Sohnes. Bringt nichts. Da brauche ich den Schlüssel. Bekomme ich nicht auf. Das klemmt. Schade. Hey, was ist das? Jemand kommt. Ich höre, jemand kommt. Das geht nur mit einem Schlüssel auf. Aha. Es geht noch mehr nach unten, oder was? Noch weiter nach unten. Dann gehe ich zurück. Hä? Sean? Was? Ja, ich bin Sean. Bist du es wirklich? Wer bist du? Sie haben dich entführt? Diese bösen Menschen! Sie haben dich mir weggenommen! Vater, was ist los? Was geschieht hier? Ja, ich bin's. Dein Papa. Ich bin hier schon. Was ist los? Vater? Vater! Alles okay, Sean. Ich bin jetzt da. Ich kenne dich nicht. Geh weg. Vater, Vater, hilf mir. Hier ist jemand. Hilf mir. Verdammt. Sean, öffne die Tür. Vater, Vater, hilf mir. Er will mich entführen. Vater, Vater, hilf mir. Sean, S923, Rückrufcode Cirrus. Faszinierend, aber enttäuschend. Das Kind hat überhaupt nicht wie erwartet reagiert. Er ist nur ein Prototyp. Erst jetzt befassen wir uns mit den Auswirkungen extremer emotionaler Reize. Bleib bitte unvoreingenommen. Ich sehe, dass du emotional bist und auf deinem Weg hierher viele Probleme hattest. Beginnen wir von vorn. Ich bin Vater. Willkommen im Institut. Gib mir Sean. Den echten Sean. Sofort! Ich weiß.
Du hast alles getan, um ihn zu finden. Ich möchte nur verstehen, was hier vor sich geht. Ich habe Antworten versprochen und die sollst du bekommen. Aber du musst erkennen, dass diese Situation weitaus komplizierter ist, als du es dir hättest vorstellen können. Du bist weit gereist und hast viel erlitten, um deinen Sohn zu finden. Deine Hartnäckigkeit und dein Engagement wurden belohnt. Schön, dich endlich zu treffen. Nach dieser langen Zeit. Ich bin's. Ich bin Sean. Ich bin dein Sohn. Hä? Wie? Wie ist das überhaupt möglich? Ich weiß, das ist ganz schön viel. Im Vault hast du nicht mitbekommen, wie die Zeit vergeht. Du bist aus der Kapsel gekommen und hast deinen verlorenen Sohn gesucht. Aber dann hast du erfahren, dass dein Sohn ein 10-jähriger Junge ist. Du hast geglaubt, dass 10 Jahre vergangen wären. Ist es so schwer zu akzeptieren, dass es 60 Jahre waren? Das ist die Realität. Hier bin ich. Vom Institut großgezogen. Und jetzt sein Anführer. Aber warum? Warum ein Kind entführen? Warum dich? Ah, das ist die Frage, oder? Warum ich? Damals, im Jahr 2277, hatte das Institut große Fortschritte bei der Synth-Produktion gemacht. Aber das reichte nicht. Wissenschaftliche Neugier und das Streben nach Perfektion trieben sie an. Was sie wollten, war die perfekte Maschine. Also folgten sie dem besten Beispiel, dem Menschen. Er geht, spricht, kann sich ausdrücken, ist zu allem fähig. Okay. Für ihre Experimente brauchten sie also Testexemplare. Deshalb haben sie dich entführt. In gewisser Weise schon. Das Institut wollte synthetisch-organische Wesen erschaffen. Der logische Ausgangspunkt war natürlich menschliche DNS. Es gab reichlich, ja, aber es war alles verunreinigt. In diesem Ödland war jeder von der Strahlung betroffen. Trotz ihrer Versuche, sich vor der Welt da oben zu schützen, wurden Institutsmitglieder der Strahlung ausgesetzt. Sie brauchten eine neue Quelle. Dann hat das Institut mich gefunden. Nachdem es Aufzeichnungen aus Vault 111 entdeckt hatte. Ein Säugling. Eingefroren und geschützt vor den Mutationen, die sich in jede andere menschliche Zelle im Commonwealth eingeschlichen hatten. Sie brauchten mich. Meine DNS war die Grundlage der synthetisch-organischen Lebewesen, aus denen alle menschenähnlichen Synths hergestellt wurden. Ich bin ihr Vater. Durch Wissenschaft vereint. Die Synths, ich und du. So viel Zeit, glaub mir nicht. Glaube mir dir nicht. Du bist es wirklich? Ich glaube dir nicht. Das kann auf keinen Fall stimmen. Ich wünschte, es gäbe etwas zu sagen. Dies hier willst du nicht. Aber es ist die einzige Wahrheit, die ich dir anbieten kann. Das kann nicht stimmen. Das ist einfach zu viel. Es tut mir so leid. Ich wünschte, es wäre anders. Ich habe dir mein Vertrauen bewiesen. Du hast deine Waffen noch. Und ich stehe unbewaffnet vor dir. Bitte, reden wir einfach. In Ordnung. Dann reden wir. Du hast bestimmt Fragen. Bitte, nur zu. Ich möchte dir helfen zu verstehen. Kellogg hat für dich gearbeitet? Kellogg. Als ich hier ankam, war er schon lange beim Institut. Erst als Direktor erfuhr ich von den Dingen, die er getan hat. Davon, was für ein Mensch er war.
Ich kann den Mann nur bemitleiden. Neben allem anderen war er auch ein Opfer. Nach dem, was er dir angetan hat? Das schockiert mich. Aber ja, ich verstehe, dass du Erfahrungen gemacht hast. Vielleicht hast du ihn so irgendwie verstehen gelernt. Ich für meinen Teil werde ihm nie wirklich vergeben. Das Institut hat Kelloggs Grausamkeit für sich genutzt. Das gebe ich offen zu. Durch Instituts Technologie wurden sein Leben und seine Nützlichkeit verlängert. Weit über das normale Maß hinaus. Er hat das Institut nie enttäuscht, aber seine Grausamkeit wurde immer offensichtlicher. Ich gebe zu, es ist kein Zufall, dass sich eure Wege gekreuzt haben. Es schien passend, um dich, uns, Rache nehmen zu lassen. Wie kann ich dich noch beruhigen? Du leitest also das Institut? Ich bin der Direktor. Ja, dafür habe ich jahrzehntelang gearbeitet. Diese Verantwortung nehme ich sehr ernst. Das Institut ist wichtig. Es ist die größte Chance der Menschheit auf eine bessere Zukunft. Egal, was die da oben über uns denken. Es zählt nicht, was sie denken. Es zählt nur, was du tust. Schön, dass wir uns einig sind. Das Commonwealth hat nichts von uns zu befürchten. Das versichere ich dir. Was auch immer du gesehen oder gehört hast. Gib mir etwas Zeit. Wie kann ich dich noch beruhigen? Genug gehört. Deine Mutter, sie hat dich nie aufwachsen sehen. Ja. Was mit ihr geschehen ist, war... Ich habe mir die Aufzeichnungen des Vorfalls angesehen. Anscheinend war ihr Tod ein bedauerlicher Kollateralschaden. Es war brutal. Sie wurde ermordet. Sie hat dich geliebt. Kollateralschaden? Mehr ist das für dich nicht? Was soll ich sagen? Die Welt ist gefährlich. Obwohl sie es wohl schon immer war. Jetzt zeigt sie es einfach nur ein wenig offener. Viele Jahre lang fragte ich mich nie, wer meine Eltern waren. Ich akzeptierte meine Situation. Und das war's. Mit dem Alter kommen das Bedauern und die... Was wäre, wenn Fragen. Jetzt zählt, dass du und ich die Chance haben, neu anzufangen. Es gibt noch mehr zu besprechen. Aber das Institut steht kurz vor einigen wichtigen Durchbrüchen. Deine Anwesenheit würden wir sehr schätzen. Ich war hier Teil von etwas Großartigem. Ich habe geholfen, ein Leben für mich und für die Leute hier im Institut aufzubauen. Und jetzt, nach all den Jahren, kannst du dabei helfen. Macht dich das nicht neugierig? Ist es nicht das, was du willst? Vielleicht. Ich weiß nicht. Das ist alles ein bisschen viel. Ich weiß. Und es tut mir leid. Du hast in so kurzer Zeit so viel durchgemacht. Das Institut kann dir ein besseres Leben bieten, als du es auf der Oberfläche jemals haben könntest. Du warst doch im Commonwealth. Du hast gesehen, wie es da ist. Ich versichere dir, dass du es bei uns besser hast. Willst du widersprechen? Zustimmen. Da oben ist es ziemlich schlimm. Ich habe es ja selbst gesehen. Daher sind wir so erpicht darauf, uns hier ein besseres Leben aufzubauen. Und du kannst jetzt daran teilhaben. Ich bitte dich nur, dem Institut mir eine Chance zu geben. Eine Chance, dir zu zeigen, worüber ich dir erzählt habe. Wir haben für die Menschheit nur das Beste im Sinn. Wirst du es versuchen? Okay. In Ordnung. Danke. Das Institut ist jetzt dein und mein Zuhause. Nimm dir Zeit und lerne es kennen.
Triff die Leute, mit denen du arbeiten wirst. Du solltest dich bei den Bereichsleitern vorstellen. Dr. Fillmore im Bereich Anlagen, Dr. Ayo im Bereich SEB und Dr. Holdren in der Biowissenschaft. Und schließlich Dr. Lee im Bereich fortschrittliche Systeme. Sie wissen über deine Ankunft Bescheid. Triff sie, dann besprechen wir das weitere Vorgehen. Okay. So Leute, ich würde sagen, das war viel, zu viel für Informationen auf einmal. Und wir sehen uns nächstes Mal. Ciao.